Glaubst du bist leicht beeinflussbar? Wie gut lassen sich Menschen eigentlich psychologisch manipulieren? Laut einer Studie, über die wir heute in diesem Video sprechen werden, funktioniert Priming. Was Priming ist, wie es funktioniert und wie wir es in unserer Magie verwenden können für Zaubertricks und Illusionen, darüber sprechen wir heute. Erstmal vorweg, als Einleitung möchte ich mit dir ein Experiment probieren. Aktiviere mal bitte deine Fantasie und mach aktiv mit, okay? Stell dir mal bitte eine Blankokarte vor, die zwischen uns beiden in der Luft schwebt, ja, eine leere Karte. Und ich möchte, dass du diese Karte gleich in deiner Fantasie einfärbst mit möglichst hellstrahlenden Farben, ja, dass das Signal auf jeden Fall bei mir ankommt. Die Karte schwebt vor dir in der Luft. Jetzt braucht diese Karte noch einen Wert, also eine Zahl, die in den Ecken eingetragen wird und in der Mitte, bam, 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 die Symbole. Dein erster Impuls, dein allererstes Gefühl ist die Karte, an die du als allererstes gedacht hast, die Karo 3. Schreib mir jetzt bitte, das ist für mich ganz, ganz wichtig, schreib mir bitte in die Kommentare rein. Hast du an die Karo 3 gedacht oder generell an irgendeine 3 oder an irgendeine Karo-Karte? Schreib es mir ganz ehrlich rein, ich weiß, dass es nicht ein 100%iger Treffer sein wird, aber mich würde interessieren, wie viele aus meiner Community habe ich gerade erfolgreich geprimed. Nicht wundern, ich werde diese Performance vielleicht auch nochmal als YouTube-Short hochladen in den nächsten Tagen, weil die Shorts ja nicht nur meiner Community empfohlen werden, sondern auch anderen Leuten angezeigt werden. Dann habe ich eine noch größere Stichprobenmenge, also nicht wundern, falls ihr das dann doppelt seht. Was ist gerade passiert? Ich habe gerade meinen allerersten Versuch in meinem Leben gewagt, Priming anzuwenden. Was ist Priming und was bedeutet das für unsere Magie? Ich verlinke euch in der Videobeschreibung den Artikel, auf dem dieses Video hier beruht. Da könnt ihr euch alles nochmal selbst in Ruhe durchlesen. Aber ich gebe das jetzt so gut ich kann wieder. Was ist jetzt Priming? Ich lese einmal vor. Unter Priming versteht man in der Psychologie und Neurophysiologie eine schnellere und oder genauere Verarbeitung als Konsequenz einer vorangegangenen Verarbeitung der Reize, Objektwahrnehmung bzw. Ereignisse. Einmal auf normalem Deutsch bitte. Mit Priming ist gemeint, dass unser Denken beeinflusst werden kann durch Reize, die wir vorher wahrgenommen haben. Wenn ich jetzt beispielsweise die ganze Zeit über leckeres, eiskaltes Wasser spreche und euch auch immer wieder Frames einblende, immer wieder Bilder einblende von richtig lecker aussehendem, eiskaltem Wasser, könnte es sein, dass euer Gehirn das unterbewusst wahrnimmt und ihr Durst und richtig Bock bekommt auf dieses eiskalte Wasser. Das verstehen wir jetzt in der Theorie erstmal unter Priming. Ob das Ganze jetzt funktioniert oder nicht, ist schon seit Jahrzehnten umhüllt von einer gewissen Grundskepsis. Ein Beispiel von vor über 60 Jahren, im Jahr 1957, hat der Marktforscher James McDonald Vicary ein Experiment durchgeführt. Bei diesem Experiment wollte er genau das, unterschwellige Werbung mittels Priming, untersuchen. Dazu hat er bei 45.000 Zuschauern des Films Picnic in einem Kino in Fort Lee in New Jersey, während der Film lief, immer wieder in ganz, ganz kurzen Ausschnitten eingeblendet, Drink Coca-Cola oder auch Hungry, Eat Popcorn. Mithilfe einer bestimmten Technik hatte das für nur eine 3000stel Sekunde, also nicht mal ein Frame eines Videos, sondern noch viel kürzer eingeblendet. Das Ergebnis? 18,1% mehr Verkäufe von Coca-Cola und 57,8% Anstieg im Popcorn-Verkauf. Ein voller Erfolg dieses Experiments, das absolut perfekt funktioniert hat. Richtig? Falsch. Das Experiment hat nie stattgefunden. Vicary wurde als Betrüger herausgestellt. Kein anderer Mensch hat es geschafft, dieses Experiment zu reproduzieren. Nicht einmal Vicary selbst. Ja, ihr hört richtig. Nachdem er gebastelt wurde und beweisen sollte, dass er dieses Experiment mit 45.000 Menschen durchgeführt hat, sollte er es nochmal versuchen und es hat nicht geklappt. Daraufhin hat er offen zugegeben, ja, ich habe die Daten gefälscht. Dieses Experiment hat nie stattgefunden. Also ihr seht, seit Jahrzehnten beschäftigen sich Menschen mit Priming und es ist überall im Volksmund, aber es ist sehr, sehr, sehr kritisch betrachtet. Neuere Studien zeigen auf, Priming kann funktionieren, aber limitiert. Und zwar, wenn wir den Probanden wenig Auswahl geben, eine Auswahl zwischen 2 oder 3 Optionen beispielsweise. Da kann Priming funktionieren. Allerdings, und das ist jetzt vor allem für uns Zauberer interessant, scheint Priming in der Magie unglaublich gut zu funktionieren. Das beste und international bekannteste Beispiel dafür ist Darren Brown. Wer Darren Brown nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall hier auf YouTube ein paar Videos von ihm reinziehen. Es gibt ganze Shows von ihm, ganze Folgen aus seinen Fernsehformaten. Darren Brown ist ein britischer Zauberer bzw. Mentalmagier/Mentalist. In der Top 10 der bestverdienenden Zauberer der ganzen Welt. Er ist einer der bekanntesten überhaupt und hat schon die absolut verrücktesten Experimente ever durchgeführt. Darren Brown ist dafür bekannt, dass er vor allem auch Priming verwendet als Methode für seine Zaubertricks. Zumindest behauptet er das. Wir Zauberer wissen, es hat nicht alles immer nur mit Priming zu tun, Freunde. Was Darren Brown auch gerne macht, ist, dass er behauptet, oh, ich habe das so und so gemacht und er erklärt ganz genau Schritt für Schritt, wie es funktioniert hat, aber eigentlich
gab es eine ganz andere Methode dahinter. Das macht er gerne. Nichtsdestotrotz ist Priming auf jeden Fall anwesend und inspiriert durch Darren Brown wurde jetzt eine Studie durchgeführt von Alice Pales oder Pile oder so, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, die eine Psychologin an der Goldsmith University of London ist. Sie hat nämlich gesehen, wie Darren Brown mittels Priming eine Karte forciert hat, und zwar die Karo 3. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Experiment, das ich auch am Anfang des Videos mit euch gewagt habe. Wenn du einen Zuschauer bittest, denk mal an irgendeine Karte, dann ist die Karo 3 eine sehr selten genannte Karte. Deshalb ist es natürlich interessant, genau diese Karte mental zu forcieren, weil man anhand dessen sehr gut aufzeigen kann, guck mal, normalerweise hätten nur 0,5% an diese Karte gedacht und jetzt ist der Anteil so und so hoch. Wie sah jetzt diese Studie aus? Die wurde erstmal in einem sehr kleinen Bereich wieder durchgeführt, nämlich mit 90 Probanden. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu einer Studie, die in der Zauberei gemacht wurde. In der Infokarte da oben könnt ihr euch das Ganze anschauen. Auch da geht es um das Forcieren einer Karte, aber mittels Sleight of Hand, also Fingerfertigkeitstechniken mit dem Kartenspiel. Schaut euch das Video gerne an. Die Studie wurde durchgeführt mit was? Ich glaube 22 Leuten oder so. Also heute eine etwas größere Stichprobenmenge. Trotzdem 90 Leute sind keine sehr große Menge für so eine Studie. Diese 90 Probanden wurden aufgeteilt in zwei Gruppen. Nach Zufallsprinzip. Eine Gruppe hat das Priming live vorgeführt bekommen von Alice Pales live auf der Bühne und die andere Hälfte hat ein Video davon gesehen. Und da wurde Folgendes gemacht und ich erkläre euch jetzt auch ganz genau, was ich gerade gemacht habe. Ich habe 1:1 das Experiment reproduziert, wie es hier in der Studie durchgeführt wurde. Es wurde darum gebeten, stellt euch mal bitte eine Karte vor, die zwischen uns in der Luft schwebt. Diese Farbe färbt ihr gleich bitte ein mit möglichst strahlenden Farben, sodass ich eure Gedanken möglichst gut lesen kann. Was bewirkt dieser Satz schon einmal? Wenn du hörst, möglichst strahlende Farben sollst du benutzen für die Karte, dann lenkst du damit einen Großteil deines Publikums schon mal dazu, an eine rote Karte zu denken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand eine schwarze Karte gedacht hat, ist jetzt schon mal kleiner als die einer roten Karte. Schritt 2, du zeigst jetzt auf, stell dir vor, diese Karte schwebt so in der Luft. Und was ich mit dieser Geste gemacht habe, ist, ich habe hier indirekt, wenn ihr ganz genau hinschaut, ein Karo-Symbol in die Luft gemacht. Das funktioniert nicht immer und das ist sehr unzuverlässig, weil das nicht instant von unserem Gehirn mit dem Karo-Symbol in Verbindung gebracht wird, aber es ist schon mal ein Indiz. Also wenn ihr jetzt sowieso an eine rote Karte denkt und dann auch noch seht, dass ich zeige, okay, die Karte schwebt hier in der Luft, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass ihr jetzt auch an Karo denkt. Nächster Schritt, ihr gebt der Karte jetzt einen Wert. Ich habe währenddessen, während ich gestikuliert habe, ihr gebt der Karte einen Wert, habe ich 3 Finger hochgehalten. Das war nicht Teil des Experiments, das habe ich jetzt einfach mit eingebaut, um zu gucken, ob es vielleicht besser funktioniert. Teil des Experiments in der Studie war es jetzt zu sagen, ihr gebt der Karte einen Wert, ja, also das Symbol, das dann hier in die Ecken kommt. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier eine 3 gezeigt und hier eine 3. Ja, ich habe hier eine 3 in die Luft gemalt. Okay? Und nicht nur das, ich habe direkt danach gesagt, und die Symbole in der Mitte, habe währenddessen mit 3 Fingern bam, bam, bam gemacht. Und bam, 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 die Symbole in der Mitte. Ich habe 3-mal bam gemacht und auch mit 3 Fingern das Ganze gezeigt. Also innerhalb von ungefähr 15 Sekunden ist das ganze Experiment gelaufen. Stell dir eine leere Karte vor, die zwischen uns in der Luft schwebt, ja? Und benutz gleich möglichst strahlende, knallige Farben, dass ich deine Gedanken gut lesen kann. Okay, die Karte schwebt zwischen uns in der Luft, ja? Jetzt braucht sie nur noch einen Wert, also das, was hier in die Ecke kommt. Und bam, 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 die Symbole in der Mitte. Denkst du jetzt an die Karo 3? Innerhalb von ein paar Sekunden sind so viele Dinge passiert, die das Unterbewusstsein der Probanden jetzt beeinflussen sollten. Was ist das Ergebnis dieser Studie? Hat das funktioniert? 17,8% der Probanden haben an genau die Karo 3 gedacht. 38,9% haben an eine 3 gedacht und 33% an eine Karo-Karte. Die häufigste genannte Karte war die Karo 3, gefolgt von der Herz 3. Was sagt uns das jetzt? Es gab eine Auswahl von 52 Spielkarten theoretisch. 1/52 sind also ungefähr 1,9% Wahrscheinlichkeit, die jede Karte hat. Trotzdem wurde eine spezifische Karte mit einer fast 10-mal so hohen Wahrscheinlichkeit gewählt, nämlich 17,9%, die Karo 3. Und von 13 Werten, die man auswählen kann, Ass, 2, 3 bis 10, Bube, Dame, König, von 13 Werten hat über ein Drittel an eine 3 gedacht, ja, 38%. Da hätte ich mir jetzt noch gerne von der Studie gewünscht, mit wie viel Prozent wurden denn die anderen Werte genannt, weil vielleicht wurde die Dame oder die 7 beispielsweise ja auch vermehrt oft genannt. Das sagt der Artikel uns leider nicht. Und auch von 4 Symbolen, Pik, Herz, Kreuz, Karo, hat nicht ein Viertel an Karo gedacht. Halt die Schnauze! Hat nicht ein Viertel an Karo gedacht, sondern ein Drittel.
Also auch die Wahrscheinlichkeit, an Caro zu denken, war höher. Aber ihr seht, den größten Einfluss hatte dieses Priming vor allem auf die Auswahl der Zahl 3 im Vergleich zu dem Symbol Caro. Also daran sieht man, das hier funktioniert nicht so stark wie die Dreien in die Luft zu malen und bam, 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 dreimal mit drei Fingern die Symbole in die Mitte der Karte zu machen. Auch interessant, das Experiment wurde nochmal wiederholt, aber ohne die Priming-Gesten. Das heißt, es wurde den Probanden das Video oder auch der Live-Auftritt gezeigt, aber es wurden keine Gesten dazu gemacht, um das Ganze mal zu vergleichen. Die Karo 3 und generell auch der Wert 3 wurden mit diesem Priming sehr viel häufiger ausgewählt als ohne das Priming. Ohne Priming war es eher gleich verteilt. Aber die Auswahl von Karo hat keinen großen Unterschied gemacht zwischen mit Priming und ohne Priming. Also auch dieses Vergleichsexperiment hat nochmal gezeigt, jemanden auf Karo zu bringen mit einer Geste ist sehr, sehr schwierig und funktioniert sehr viel unzuverlässiger. Aber jemandem eine Zahl zu forcieren zwischen 1 und 13, nämlich in dem Fall die 3, das funktioniert sehr gut. Das nehme ich persönlich daraus jetzt für mich, für meine Zauberei mit. Okay, zu versuchen, damit ein Karo zu forcieren, ist sehr unzuverlässig. Also wenn du das auf der Bühne machst, da musst du auch mit Misserfolgen rechnen und du brauchst ein zweites Out, falls der Zuschauer an ein anderes Symbol denkt. Aber die Zahl 3 kannst du relativ zuverlässig darüber forcieren. Coole Sache. Und nach einer letzten Sache wurden die Probanden der Studie auch noch gefragt und da würde ich euch auch gerne fragen. Schreibt mir außerdem bitte unbedingt in die Kommentare rein. Hattet ihr das Gefühl, ich würde euch beeinflussen? Hattet ihr das Gefühl, das war sehr unnatürlich und ihr habt irgendwelche Gesten gesehen, die euch das Gefühl gegeben haben, okay, der versucht mich gerade zu beeinflussen? Ist euch da was aufgefallen, direkt ins Auge gesprungen oder habt ihr das gar nicht bewusst wahrgenommen? Das würde mich auch noch interessieren. Weil man dazu natürlich sagen muss, ihr wusstet, dass ich vorhabe, euch zu manipulieren und ihr wisst, ich bin Zauberer und ihr habt mich deshalb mit anderen Augen beobachtet und eher auf solche Dinge geachtet. Wenn jemand nicht von euch weiß, dass ihr Zauberer seid und ihr einfach auf ihn zugeht und dieses Experiment macht, werdet ihr mehr Erfolg haben als beispielsweise ich. Von den 16 Probanden, die die Karo 3 gewählt haben, gaben nur 3 an, überhaupt irgendwas wahrgenommen zu haben vom Priming. Von den insgesamt 35 Teilnehmern, die sich für eine 3 entschieden haben, gaben nur 7 an, auch zu wissen, warum sie sich dafür entschieden haben. Also nur ein Fünftel hat das Priming mitbekommen in dem Fall. Wobei von den 7, die sagen, dass sie gerade beeinflusst wurden, nur 3 korrekterweise gesagt haben, es lag an den Gesten. Die anderen 4 dachten, es wurde auf eine andere Art und Weise beeinflusst, nämlich man nimmt ja eh immer die 3 oder ähnliche Begründungen. Also der Anteil von denjenigen, die in diesem Experiment, in der Studie das Priming mitbekommen haben, war sehr viel geringer als der Anteil von denen, die es überhaupt nicht mitbekommen haben. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde, das war eine sehr interessante Studie. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, mir sowas durchzulesen. Natürlich ist das jetzt keine zuverlässige Force. Ja, also wir können nicht mit einem 100%igen Treffer auf diese Art und Weise eine 3 oder die Karo 3 sogar ganz spezifisch forcieren. Das funktioniert leider nicht zu 100% und auch nicht mal 50-50, sondern genau die eine Karte zu treffen. Leute, 17% ist zwar sehr viel höher als, denkt man, irgendeine Karte und dann die richtige Karte zu treffen, aber das reicht trotzdem nicht aus, um damit jetzt auf die Bühne zu gehen und die Leute wegzufuhlen. Wir brauchen, wenn wir diese Methoden verwenden wollen, immer auch noch ein zweites Out. Immer noch einen anderen Ausweg, der für uns die Sicherheit darstellt. Trotzdem finde ich es spannend, sich damit zu beschäftigen und ich weiß, es gibt auch den einen oder anderen in der Community, der sich sehr ausgiebig mit psychologischen Forces etc. beschäftigt. Meldet euch doch gerne in den Kommentaren und gebt gerne euren Senf zu diesem Video. Dankeschön, dass ihr euch das Video angeschaut habt und falls ihr jetzt Bock bekommen habt auf so ein schönes, kühles Glas Wasser, Prost! Ja, ich habe über das ganze Video verteilt immer wieder kaltes Wasser eingebaut. Habt ihr das mitbekommen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Habt ihr das mit dem Wasser mitbekommen? Und hat es bei euch funktioniert? Habt ihr jetzt Bock auf ein schönes kaltes Glas Wasser? Falls ja, gönnt euch das. Ich habe extra Wasser genommen und nicht Cola oder sonst was, weil ich damit meine Community wenigstens zu was Positivem beeinflusse und nicht zu sowas bescheuertem Negativen, was euren Körper nur kaputt macht. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß, ein schönes Wochenende und haut rein. Euer Matti und ciao.